Heute geht es um den Roller. Und um was genau, das seht ihr jetzt. Wir sind heute in Kiedrich, das ist irgendwo im schönen Rheingau. Und warum ich heute hier bin, das erzählen wir euch jetzt gleich. Ich habe heute jemanden besucht, und zwar den Marc. Und der Marc hat etwas gebaut, was mich ziemlich begeistert hat. Und das war ein Roller, den habe ich in Meltdown jetzt auch nochmal bewusst wahrgenommen auf der Custom Show, wo ich gesagt habe, darüber will ich A mehr wissen und möchte eigentlich auch, dass der Marc die Chance kriegt, mal ein bisschen was dazu zu erzählen. Und an der Stelle habe ich mir überlegt, ich rufe ihn einfach mal an und frage mal, ob er mal Lust und Zeit hat, ob ich mal vorbeikommen kann und ob ich mir das mal angucken kann und er mir vielleicht ein bisschen was Detailliertes zu dem Roller sagen will. Jetzt sind wir hier und Wetter ist ziemlich grobi. Ja. Und jetzt gehen wir mal rein und beziehungsweise gehen wir mal hin und gucken wir mal, ob er uns dann dazu was sagen kann. So. Und der Marc ist schon da. Wir gehen jetzt mal hin und sagen mal Hallo. Grüß dich. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Servus. Das ist der Marc. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Ja, kein Ding. Ich habe den Leuten schon ein bisschen erklärt, was wir vorhaben heute. Ich habe deinen Roller gesehen in Kalka. Mhm. Beziehungsweise auch schon vorher auf so ein paar Fotos. Und bin ziemlicher Fan von deinem Roller. Und das weißt sehr du schön, auch. Das schön. Weißt du auch. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich ein Fan von dem Roller bin. Hab dich angerufen, weil ich einfach will, dass du mir ein bisschen was zu dem Roller erklärst und vor allen Dingen auch den Leuten da draußen ein bisschen was erklärst, weil es ist eigentlich immer sehr schade, wenn man auf so einer Custom Show ist, man geht dran vorbei, man nimmt das zwar wahr, dass das gut aussieht und vielleicht sieht man auch das eine oder andere Detail, aber vieles bleibt auch einfach im Magen, ja. Ja, ja auch unerwähnt, ne? dass du nicht weißt, was hat er denn sich dabei gedacht und wie hat er das gemacht. Und ich finde, heute möchte ich einfach den Leuten auch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, dass du den Menschen mal erzählst, was da los ist. Und ich glaube, da steht er drin. Würdest du uns den... Gehen wir mal schauen, ja. Alles klar. Komm. So, also. Bring raus. Da ist das gute Stück. Ich blende gleich noch ein paar Detailaufnahmen ein. Ich werde den Roller nachher mal in Ruhe durchfilmen, sodass ihr genau sehen könnt, über was wir dann reden in diesem Moment. Ja. Sag erstmal grundsätzlich, gibt es einen Namen für den Roller? Hat der einen Namen? Hat der einen Projektnamen? Nein. Habe ich auch vergessen, in Kalka überhaupt zu erwähnen. Gibt's keinen Namen? Dass er überhaupt einen Namen hat? Nee. Es ist einfach die blaue PX, keine Ahnung. Ist schade. Es ist aber auch kein Projekthintergrund, als ich gesagt habe, das Ding hat so und so und darauf achte ich oder irgendwas. Ist einfach und Laune und langer Zeit einfach entstanden, ja, das Teil. Okay, also kein Projektname, weil ich bin persönlich immer jemand, der sagt, ich hätte dem Baby gern einen Namen gegeben. Nee, weiß ich gar nicht. Ne, aber, ja gut, okay, ohne Namen ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Was ist die Basis? Die Basis ist im Prinzip ein PX-Rahmen. Sieht man ja noch, dass es eine PX ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich erzählen soll, wie ich angefangen habe. Irgendwann habe ich mir diesen Rahmen mal gekauft. War der ich hatte war gedacht, ein Roller oder war es nur ein Rahmen? Es war ein Rahmen. Hm. Es gab mal so einen Roller, der war in der Art so aufgebaut. Ja. Der hat mir schon immer gefallen, von dem Cut her und allem drum und dran. Und dann hatte irgendwann mein Kumpel mal gesagt, das Ding steht zum Verkauf. Ja. So. Hingefahren, habe dann gemerkt, kein Motor dabei, gar nichts, es war nur der Rahmen. Oder? Ja. So. Kurz Preis ausgemacht, eingepackt, mitgenommen. Also der war schon gecuttet? Der war... Dieser Cut hier hinten war schon. Also Backen und Rahmen waren gecuttet? Ja, zum Teil. Okay. Zum Teil. Also nicht jetzt so, wie das Endstadium jetzt hier ist. Ja, auf jeden Fall mitgenommen und gedacht, okay, komm, bringst du mal zum Lackierer, weil der Lack überhaupt nicht mehr zu gebrauchen war. Bin dann an... Komm einfach mal ein bisschen rum. Ja, wir haben heute einen neuen Kameramann übrigens, der macht seinen Job ganz gut. du kannst, wie gesagt, gerne durchaus rumlaufen und währenddessen wir hier so schnacken, ein bisschen mal was zeigen.
Ja, und ja, bin dann irgendwann an den Kim von Blechkultur geraten. Ja. Und hab da ihm meinen Rahmen anvertraut. Und der gute Mann hat das Teil erstmal zum Sandstrahler gebracht und hat gesagt, hier, was hast du denn da überhaupt gekauft? Ja, das ist aber der Klassiker, ne? Ja. Dann ist der Lack einmal runter und dann denkt man. Genau. Dann siehst du erstmal, dass irgendein, ich glaube ein Schweißerlehrling, ich will es jetzt nicht so sagen, ja. Aber die Kiste war die reinste Katastrophe und er hätte gesagt, es wäre das Beste, wenn du einfach einen komplett neuen Rahmen kaufst und den wieder schneidest. Also der Klassiker, ne? Ja, genau. Aus Lust und Laune gekauft und dann hinterher festgestellt, hätte man besser bleiben lassen. Genau, okay. Genau. Naja, egal, er war jetzt erstmal da. So. Und dann habe ich das Ganze, es hat zwar etwas länger gedauert, aber hat sich der ganzen Sache mal angenommen. Ja. Und da ich schon im Voraus schon wusste, ich verbaue Breitreifen und so weiter, ja, und habe auch gedacht, wegen dieser Motorversetzerei und allem drum und dran, müssen die Backen schon mal ein bisschen breiter werden, damit ich dann ja noch genug Platz habe. Komm mal rum, lass die Leute ruhig mal schauen. Und Marc, komm du mal zu mir, dann können die Leute sich das ein bisschen besser mal angucken. Dann haben wir natürlich schon gleich drüber geredet, ja, das Teil soll ja ein bisschen Leistung haben oder so, und haben natürlich auch gleich den Rahmen hinten durch den Cut verstärkt. Also da unten sind auch Verstärkungen hier unten mit eingeschweißt. Okay. Ja, damit die ganze Sache sich dann doch ein bisschen besser verhält als gedacht. Es wurde gar nicht. Du nimmst natürlich auch viel Stabilität, wenn du hier hinten den Rahmen abschneidest. Ja klar, natürlich. Ja. Was natürlich klar ist. Genau. Das. Dann haben wir dann so weitergesprungen, weil der Kim ja wirklich ein Mann vom Fach ist. Ja. Er hat gesagt, wir tun das gar nicht mehr, damit wir nicht so viel Spachtel auftragen. Ja. Nimmt er die Schweißnähte, die hier vorhanden waren, hat die rausgeschnitten und hat die von innen wieder neu quasi verschweißt. Ja. Ja. Das wurde jetzt hier bis hier unten durchgehend alles gemacht. Er hat es gerichtet, gemacht, getan. Ich glaube, also ich hatte den Rahmen, glaube ich, 1,5 Jahre nicht. Aber das hat jetzt nicht daran gelegen, dass es so viel Arbeit war. Der Kim hat einfach andere Projekte gehabt und ich habe immer gesagt, ja, mach mal. Nebenbei. So wie du Zeit hast. Ja, genau. Da so wie du Zeit Klassiker. Hast. Ja, genau. Ja. Letztendlich hat er auch gesagt, komm, ich komme dir einen Preis entgegen, weil das, was er machen musste, kann man nicht bezahlen, ja, hat er schon voraus gesagt, ja. Der ganze Custom-Bau bei Vespa Rollern, der ist in der Perfektion, wie du es betrieben hast, wenn du da das Finanzielle gegenstellst, dann hört man auf, bevor man angefangen hat, weil dann wird es einfach unrealistisch. Klar, das auf jeden Fall. Ja gut, dann war soweit eigentlich der Rahmen erstmal bei mir daheim. Ja. Ja, und dann hat das Teil eigentlich im Keller gestanden und ich habe dann zwischendurch, bin ich dann irgendwie immer vorbeigelaufen. Ach, guck mal hier, das könntest du noch machen. Ja. Das könntest du noch machen. Und dann kam vom eins, kam es zum anderen, ja. Also letztendlich, wenn man, welche Details da drin, das sehen wir, glaube ich, nachher noch. Gehen wir nachher noch. Das Schlimme ist, wenn man einmal anfängt zu bauen. Ja. Also das wird euch wahrscheinlich auch so gehen, die schon mal sich mit dem Thema Custom beschäftigt haben. Wenn du mal anfängst, ist das ja auch so ein Quell der Inspiration. Da kommt ja auch eine Idee nach der anderen. Ja. So, da denkst du, wenn du das jetzt noch so machst, dann sieht das vielleicht noch geil aus. Ja? Wenn du dann die Bremspumpe noch so baust, und ne, dann würde das vielleicht noch gut dran aussehen und dann hört das auch nicht mehr auf. Dann wird das wird ein Fass ohne Boden und dann verlierst du dich irgendwann ein bisschen ins Detail. Aber das ist halt genau, und das Problem ist auch noch, von den Teilen, die du dann bekommst, die eigentlich passen sollten, ja, passt natürlich nicht. Ist klar. Also eigentlich muss jeder Rollerfahrer, der irgendwie so einen Umbau hat, eine Fräsmaschine, Drehmaschine oder irgendwas daheim im Keller haben. Ja. Das geht gar nicht mehr anders. Auch die Ansprüche von der Qualität ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Kriegst da Teile und dann habe ich gedacht, nee, also ich habe zwar die Möglichkeiten gehabt, dann habe ich gesagt, aber das kannst du besser und das kann man auch noch da ein bisschen besser korrigieren und willst du das anders, da vielleicht auch ein bisschen anders, wie es die anderen haben? Ja, klar. So Sachen, ne? Wie viel Arbeit steckt hier drin? Also wenn du es zeitlich timen musst, vom ersten Moment bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt bin ich fertig. Also, okay, gebaut habe ich 10 Jahre, aber das lag nur daran, dass ich nochmal abends in die Schule gegangen bin und so weiter. Ja. Und wirklich mein Anspruch war, von dem Teil es selbst zu fertigen, zu konstruieren. Und halt auch dieses gewisse Know-how dabei zu kriegen, ja. Du hast es auch selbst konstruiert alles. Ja, also die Teile, die du selber gebaut hast, hast du auch komplett konstruiert. Ja, klar. Mit Zeichnung, also hast du dir komplett den Kopf gemacht. CAD oder je nachdem, was angelegen hat, ja. Respekt. Gezeichnet.
gemacht, getan. Na, ich meine, gut, man kann ja nicht irgendwann mal die Drehbank anschmeißen und sagen, so, jetzt mache ich mal was. Nee. Da gehört natürlich Hirn. Da sind auch schon einige Versuche natürlich nötig gewesen, ja, für manche Sachen. Ja. Das glaube ich. Allein die Bremse vorne ist jetzt vom Grave Digger eine. Ich weiß gar nicht, Dirty Sanchez. Genau. Das war jetzt zum Beispiel so ein Teil, die kann man zwar kaufen, aber so wie ich es haben wollte, musste ich das ganze Ding wieder umkonstruieren, von der Felge bis dem ganzen Versatz, was das ganze Rad näher haben sollte mit dem Breitreifen. Also da, das war zum Beispiel auch schon wieder so ein mega Batzen Arbeit. Fangen wir mal vorne an. Ich will wirklich euch auch klar machen, was hier für eine Leistung für mich, von der Wertschätzung her, für eine große Leistung auch stattgefunden hat. Ihr müsst euch das wirklich jetzt mal in aller Ruhe anschauen. Und ich würde mich echt freuen, wenn du mal, sagen wir, fang mal vorne am Frontend an und du erklärst uns einfach mal Lenker, Lenksäule und dann gehen wir über den Rahmen, über die Wasserkühlung, die ich sehe, über die hydraulische Bremse bis hinten zum Motor und du erklärst einfach mal, was du hier gemacht hast. Und das ist das Schöne. Wenn du auf einer Custom Show bist, kriegst du es nicht mit. Du gehst dran vorbei, denkst, sieht geil aus. Du hast, wenn du so ein Ding gebaut hast und auf einer Custom Show stehst, einfach auch nicht die Möglichkeit, jedem, der das gerne wissen möchte, mal zu erklären. Ja, so, und das, deshalb bin ich heute hier, weil ich, für mich ist das einer der schönsten Roller, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich möchte einfach, ich persönlich möchte mehr wissen und ich denke, dass euch das auch interessiert. Also, dann erzähl mal los. Also, wie man schon sieht, vorne ist nicht mehr die Originalgabel drin, da ist jetzt eine Lampretta-Gabel drin mit der vom Grave Digger gebauten Scheibenbremse. Mit dem vom Grave Digger gebaute Scheibenbremse. Die muss aber speziell bearbeitet werden. Du musst das vielleicht auch ein bisschen erklären. Genau, also, die passt gut. Ja mal von Haus aus nicht in eine PX rein. Das heißt, die Lenkstange als solches musste ja bearbeitet werden. Genau, die muss abgedreht werden, die wird nachher oben, das Gewinde wird quasi tiefer gesetzt. Also Gewinde, also die Gabel gekürzt, das Gewinde entsprechend neu geschnitten und positioniert. Dass sie dementsprechend da passt. Das Lenkschloss muss neu nachgefräst werden, damit das passt. Lenkanschlag muss umgesetzt werden. Genau, das alles, ja. Dann, Dann die Originalbereifung hat sie natürlich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, der Original-Lampretta ist... Komm mal gucken, zeig mal den Reifen von vorne. Ich glaube 350-10, 180-10, so Standard. Ich wollte es ein bisschen breiter. Ich habe jetzt zum Vergleich, das ist ein Telefon, das ist ein iPhone 7. Ja. Ich denke, das spricht eine deutliche Sprache. Oh, Werbung. Nein. Ja, das jetzt sind 120 70-10 verbaut. Ja. Passt natürlich auch nicht so normal. Ja. Also deswegen habe ich diese Gabel komplett auseinandergenommen und eine neue Felge konstruiert. Wollte natürlich dann auch nicht mehr die Lampretta-Felgen verwenden. Das sind jetzt hier wieder... Du hast eine Felge selber konstruiert. Genau, die ist jetzt komplett neu. Okay. Verchromt, gemacht, keine Ahnung, ja. Und ich wollte halt, dass du die Standard-PX-Felgen... Das hört sich jetzt ein bisschen lapidar an. Ja, ich habe da eine neue Felge konstruiert und so. Ja. Ich meine, schaut es euch an. Du hast selber eine Felge konstruiert. Genau, ja. Respekt. Und das sieht jetzt wirklich nicht aus, als wäre es gerade mal so... Ja gut, ich meine, Tür und Angel. Ja, nee, also das ist natürlich auch alles gewachsen, am Anfang nur gefräst, dann zum War Verchrom. Das der erste Schuss? Also tatsächlich der erste Schuss oder gab es mehrere Versuche? Nee, eigentlich war das der erste Schuss. Ich habe aber natürlich, ich musste erst das Distanzieren, das Ganze schauen, anhalten, wie das mit der PX-Felge passt. Ja. Dann ist die eigentliche Narbe, das Ganze ist glaube ich um einen Zentimeter nach rechts weiter gewandert. Ja. Ja. Dadurch musste ich die Scheibe neu versetzen. Ja. Dann ist zum Beispiel die Original. Und das alles, der ganze Kram nur, weil man es geil finden will. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht, damit es mir gefällt. Ja. Man hört ja immer, kannst du nicht machen, fährt sich scheiße. Es fährt sich übrigens sehr gut. Nur weil die meisten immer sagen, ja, Originalbereifung ist das einzig Wahre. Nee, es fährt sich wirklich gut. Hatte das auch soweit eigentlich schon fertig, nur die Scheibe hat mir nicht gefallen und dann hatte ich Glück. Durch einen Lehrling, der bei uns gearbeitet hat, der ist Motocross gefahren und der hat gesagt, wir machen für unsere Motocross-Räder die Scheiben selber. Ja, ja, wie geil. Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich dir eine CAD-Datei gebe, kannst du mir da was machen. Ja, und dann hat er die Scheibe quasi dann auch noch. Das ist aus entsprechendem Material auch, dass es sicherheitsrelevant auch hält. Ja. Ne? Ich meine, das muss man halt auch dazu sagen, du kannst halt nicht aus jedem Tröteblech mal eben eine Bremsscheibe machen, sondern das muss auch den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Genau, also das ist auch nicht irgendwie gelasert oder geschnitten, das ist wasserstrahlgeschnitten.
Mhm. Ja, also dass da, um da wenig Verzug zu reinzubekommen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sie noch plan geschliffen hat im Nachhinein, damit das rund läuft, aber das läuft, es passt schon. Brutal. Ne? Das ist brutal. Dann hatte ich das Problem, natürlich hier die Aufnahme der Knochen für das Anti-Dive, das hat auch nicht mehr gepasst. Ja. Musste auch wieder ein neuer her, der nochmal ein bisschen mehr versteift worden ist von mir, weil ich da Angst hatte. Ich weiß ja nicht, was da für Kräfte walten. Ne? Ja, aber Bremskräfte sind schon, ab einer gewissen Geschwindigkeit können die echt brachial sein. Ne? Ja, ja. Aber ihr habt dann auch noch die ganzen Schrauben jetzt nochmal mit 10.9 gemacht, damit es ein bisschen mehr Festigkeit hat, ja. Genau. Aber jetzt bin ich damit, ich glaube mit der Kiste jetzt 2.300 Kilometer gefahren. Ja. Bis jetzt nirgendwo was abgefallen. Ich lebe noch. Ja. Alles gut, ja. Und natürlich hat die Kiste ja auch seinen TÜV-Segen noch bekommen. Also ja, das ist ja auch mal wichtig heute. Ja. Wenn du sowas hast und sowas auch umsetzen willst, du brauchst ja auch jemanden, der sich dann mit dir und deinem Roller auch auseinandersetzt. Logisch. Der TÜV-Prüfer muss ja auch verstehen, was wollte der Dichter mir damit sagen. Ja. Und dann entsprechend musst du dann auch die Sicherheit auch wieder klar, also darstellen das, können. Das, ich bin natürlich auch mit Materialgutachten und so weiter da gekommen und habe gesagt, hier, das Ding hat Hand und Fuß. Ne? Wie lange hast du für die TÜV-Abnahme gebraucht? Wie lange hast du wirklich gebraucht vom ersten Auftreten bis hin zum... Ach, das war eigentlich gar kein Problem. Also das... das ist nicht immer kein Problem, Freunde. Es gibt gewisse Rollerläden, mit denen man sein Projekt anvertraut und sagt, hier, guck mal, ist das möglich und so weiter. Mhm. Klar, es ist möglich, kostet ein bisschen Geld, ja, aber es hat letztendlich geklappt. Das, ist ja, auch mal so die Gretchenfrage, wenn man es legal haben möchte, muss man halt auch den Weg gehen, um das Geld zu investieren. Ja. Das ist ganz normal. Ja, vor allen Dingen, ich wollte ja keine Kiste jetzt bauen, die ich irgendwo auf die Custom Show fahre oder irgend sowas. Der sieht jetzt noch hübsch aus, aber ich will ja mit der Kiste wirklich fahren. Also, das tatsächlich ist jetzt nicht, um hier irgendwie den Dicken zu machen oder sowas. Ja, ich will auch mit dem Teil auf Treffen fahren, sofern er bis dahin durchhält und ich auch ankomme. Nee, das, aber, ist so, ne, das ist, hat man auch schon mal besprochen, ne? Das ist so diese typische Sache, du hinter der Kamera wirst das auch kennen, ne? Ja. Schön, hinkommen ist das Allerwichtigste, ne? Zurück kommt man immer, aber hinkommen ist wichtig. Ich habe auch nochmal extra jetzt eine ADAC Plus Mitgliedschaft angefragt, ja, also eigentlich kann nichts mehr passieren, ja, aber gut, bis okay, jetzt klar. Läuft's, ja, also ist alles gut, ja. Okay, ja. Ich sehe T5-Kaskade, genau. aber auch klassisch hier auch wieder was entsprechend verändert. Ja, das sind dann kleine Details. Ich bin da eigentlich auch, ich habe mal angefangen, diese Teile, das da, will ich nochmal sagen, das ist kein Aufkleber, das ist graviert. Ja. Nee, oder? Das ist mit einem kleinen Gravierfräser eingraviert, das Original. Das ist das Logo von eurem Club, ne? Genau, genau. Sag noch gleich hier, welcher Club? Die Blechchaoten, ne? Die Blechchaoten, genau. Ja. Übrigens ganz kranke Typen, wenn ihr die bei Facebook mal liked und verfolgt, so, die Jungs haben echt positiv einen am Appel. Also da ist schwer Auerkopf. Ja. Aber ich meine, das sieht man ja, wenn man sich die Zeit nimmt, dieses Logo dann auch noch zu fräsen. Ja, klar. Also das ist das Originalzeichen, innen ausgefräst und dann halt mit Carbon-Puzzlestückchen eingesetzt, ja. Du hast aber noch eine Frau, oder? Ja, ja. Okay, ja, ja. Ich verstehe die Richtung. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Kinder. Da hatte ich etwas mehr Zeit. Dafür. Okay, okay, alles klar. Ja, ja. Ja, aber da geht es aber oben auch gleich schön weiter. Das ist ein Dropper. Genau. Hast du eine Ahnung, wie viel Grad? Oder? Ich meine 30. 30 Grad. Ich weiß aber auch jetzt, ich glaube, den hatte ich nämlich noch im Keller liegen. Ich glaube, es war, Entschuldigung, ich glaube, es war ein Warp 5 Dropper. Was mich ein bisschen verblüfft ist, der vierte Gang. Dropper und Beinschild. Ja. Das sind so Sachen, die können sich eigentlich überhaupt nicht leiden. Ja. Hast du Probleme, wenn du im vierten Gang bist und eine Kurve fahren musst? Ist da noch genug Platz? Bis jetzt hat es gepasst. Ja. 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 Also dazu muss man wissen, wenn man den Lenker tatsächlich so weit runtersetzt, um 30 Grad. Das sieht ein bisschen eng aus. Dann wird das hier, wenn du im vierten Gang bist, dann steht die Bremse, dann steht die Kupplung halt ziemlich weit unten und dann könnte es durchaus eine Kollision geben. Da muss man halt aufpassen. Deswegen haben die meisten Jungs, die einen Dropper fahren, nicht alle, aber einige, hier den Bereich entsprechend gekürzt, damit da keine Kollision. Genau. Das ist natürlich blöd, wenn du im vierten Gang in eine Kurve gehst, sei es auch nur eine leichte und deine Kupplung sagt auf einmal dem Beinschild hallo. Ja, das genau. Das ist schwer dumm. So. Ja, da lässt sich schwer gegenlenken auf jeden Fall, ja. Spiegel ist aber auch nichts außer von der Stange, oder? Doch, jetzt frag mich aber nicht, was ist genau für eine. Ich glaube, den habe ich vom Scooter Center irgendwann mal bekommen. Okay. Ich muss noch sagen, da ist noch ein bisschen Verbesserungspotenzial drin, weil ich gucke mich meistens selbst an beim Fahren. Er muss noch ein bisschen weiter runter, ja. Aber das merkt man halt auch erst, wenn man mit dem Teil mal ein bisschen unterwegs ist, ja. Die Griffe hast du auch selbst gemacht? Genau, die Griffe sind auch selbst gemacht, angepasst an diese Kellermann-Blinker, ja, damit die einen schönen Übergang haben. Ja. Die sind selbst gedreht. Gut.
der Kupplung und der Kupplungshebel und der Bremshebel, das ist Standardware? Nee, eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, es gab, waren wir von PM, gab es die mal, ne? Ja, richtig. Genau, gibt es die jetzt. Zu dem Zeitpunkt gab es die noch nicht. Ich weiß nicht, das ist aus irgendeinem Automatik-Roller-Shop gewesen. Ja. Ich musste hier drin die komplette Aufnahme selbst fräsen, damit das Teil überhaupt gepasst hat. Ja. Also das, zu diesem Zeitpunkt gab es die leider noch nicht. Ja. Gut, was sehe ich denn noch? Bremspumpe? Bremspumpe, genau. Das ist auch von diesem, also es waren ein, die gab es im Satz einfach zusammen, aber die hat natürlich auch nicht Plug and Play gepasst. Ja. Die musste ich dementsprechend anpassen, habe mir da ein Teil gefräst, das hier drin sitzt. Man kann diese Bremspumpe, wenn sie hier mal demontiert ist, einfach rausklappen. Ja. Ach ja, cool. Ja, also das ist hier unten nochmal verschraubt. Mhm. Ich wollte es halt einfach so haben, dass ich schnell mal demontieren kann. Ja. Ja. Und halt ein bisschen hübscher aussieht, dieser ganze Übergang. Und was natürlich auch blöd war, es musste angepasst werden von der Länge. Was willst du dann mit einem Hebel, der dann hier so 3 cm weiter übersteht? Ja, klar. Deswegen bin ich so weit wie möglich nach links gegangen. Ja? Mhm. Und ich muss sagen, schweißen kann ich nicht. Ja. Ich habe es halt immer anders da irgendwie gelöst. Ne? Okay. Ja. Ja, sehe, Bremslichtschalter hast du gleich mitverbaut. Ja. Der Bremsbanjo geht direkt unten unter die Lenkabdeckung. Ja. LED-Scheinwerfer ist mit drin? Genau, genau. Das ist jetzt, ja, soll man mal sagen, bin ich auch durch einen Kumpel drauf gekommen. Ich hatte einen Originalscheinwerfer auch schon Klarglas verbaut gehabt, aber das war jetzt nicht so das Ding und er hat mich irgendwann mal drauf gebracht, das Teil kannst du auch kaufen. Ich muss natürlich sagen, es gibt 2 verschiedene Versionen. Das ist jetzt die günstige China-Version, die man für knapp 50, 60 Euro kaufen kann. Im Grunde kommen sowieso fast alle Teile aus China. Ja. Teuer wird es dann, wenn noch 3 Zwischenhändler dazwischen sind und günstig sind, wenn du es irgendwie direkt aus China beziehst. Also es gibt wirklich. Machen wir uns Teil, da mal nichts vor. Ja, es gibt das Teil wirklich 100%ig baugleich, kostet nur 160 Euro. Hm. Wir haben es mal verglichen. Ja. Nur dass halt eine Prüfnummer drauf ist. Ja? Okay. Also der wurde ja auch, das ganze Teil wurde durch eine Einzelabnahme abgenommen, ja. Also ja, klar. Auch in Ordnung, ja. Das macht eigentlich den Unterschied bei dem Teil, ja. Mhm. Ja. Kabelbaum selbst gebaut? Ja, komplett, ne? Aber das hat ein Clubkollege gemacht, weil mit Elektronik kann ich überhaupt nicht. Okay. Gerade in Bezug auf, ich habe den Lenker umgebaut, ich habe da meinen eigenen Tacho, also was heißt eigenen Tacho? Es ist ein Koso DB2 drin verbaut und versenkt worden. Und dafür unten dementsprechende Schalter bzw. Lichter mit eingesenkt, wie zum Beispiel Betriebstemperatur vom Zylinder, Blinker und so weiter, das ist halt da alles mit integriert. Ja. Mhm. Und ja, damit sowas anzuschließen, das kriege ich einfach nicht gebacken. Ja. Ja gut, klar, da musst du schon ein bisschen was machen. Ja genau, ja, es hat auch eine Weile gedauert. Die ganze Elektronik ist auch jetzt mittlerweile unter einem Sitz. Das war auch ganz toll, wenn du das Teil getestet hast. Tank rein. Wir hatten zwar einen direkten 12-Volt-Anschluss am Anfang, aber es hat schon ein paar Mal gedauert, bis dann alles funktioniert hat. Ja. Ich muss natürlich sagen, 100%ig funktioniert auch noch nicht alles. Temperaturanzeige und so weiter funktioniert. Man braucht ja auch Aufgaben. Ja, genau. Es wäre ja doof, wenn alles auf einmal gleich geht. Man braucht ja auch Aufgaben. Ja. Ne? Es muss ja weitergehen. Ja. Ne? Aber der Tacho funktioniert und ich weiß auch, wie schnell ich fahre. Und blinken tut er wie auch. Wie gut? Also hast du mal verglichen? Hast du dir mal eine elektronische Gegenmessung geholt von so einer orangenen Lampe? Nee, bis jetzt noch nicht. Okay. Ich bin mal irgendwie, ein Kollege neben mir ist mal gefahren und dann habe ich mal geschaut. Aber es war eigentlich okay. Ja, es war schon ziemlich das Gleiche eigentlich, was er angezeigt hat. Ja, ja, auf der Innenseite geht es ja dann auch entsprechend spannend weiter. Das kann ich euch jetzt nur sagen, ihr müsst mir das glauben. Die Flaschen, die da drin stecken, die gehen in einer derartigen Präzision. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Warte mal. Also, da ist nicht viel Laufspiel zwischen... Das absolute Highlight an dem Roller, ey. Ja, aber das ist genau diese kranke Präzision, die ich meine. Du hast dir im Grunde eine Aufbewahrung gebaut. Genau. Gemessen auf die Flasche und das so präzise gemacht, das ist, wie viel Laufspiel ist da? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind ein paar Hundertstel, ja. Aber, ein paar Hundertstel, wie gesagt, aber so fühlt es sich an. Das Gute war, ich habe unten noch ein Loch, nee, ist kein Loch, stimmt, kein Loch reingemacht. Deswegen muss ich natürlich die Luft nach oben wegdrücken, ja. Und man sieht, es sieht aus, als ob hydraulisch reinfährt. Ja, ne? Ist hydraulisch. Ich hatte aber eigentlich den Hintergrund, weil ich kein Handschuhfach mehr habe und sonst hier nirgendwo mehr Platz habe, um das Öl zu verstauen, habe ich mir da vorne einfach 2 Fläschchen gemacht, ja. Halter selbst gebaut? Der Halter ist im Prinzip von der Ersatzradaufnahme. Mhm. Aber halt umgestrickt
für das hier, ja, für die Ölfläschchen. Und logischerweise, ich musste ja auch irgendwo den Wasserkühler, die Wasseraufbewahrungsbox oder was auch immer, weiter höher setzen. Den Wasserbehälter, ja. Ja, genau, höher setzen, ja, am höchsten Punkt. Und dann habe ich gerade beides miteinander verbunden. Clever. Ja. Clever. Ja. Hydraulische Fußbremse. Genau, genau. Sagt mal was, guckt euch jetzt mal, wir gucken nachher nochmal genau hin. Das ist schon eine ziemliche Konstruktion, ne? Also ja, das Teil, das gibt es natürlich bei SIP zu kaufen, hier diese Aufnahme. Mhm. Ja, die kannst du da kaufen. Das ist auch von MMW, das Ding. Mhm. Das Einzige, was ich da jetzt gemacht habe, ich habe mir jetzt hier nochmal einen Halter gebaut, damit die Bremsflüssigkeit, der Behälter weiter oben sitzt. Ja. Ja. Aber das ist jetzt, das kann man so Plug and Play kaufen. Ja. Ich sehe auch, das ist gefräst. Das ist, genau, das ist auch gefräst, graviert, ja, ja, ja. Mit Carbon, Echtcarbon nochmal eingesetzt. Ja. Ja. Genauso oben die Abdeckung hier, das ist auch nochmal Carbon, dass ich da dementsprechend bearbeitet habe, dass sie passen. Es sind überall so Kleinigkeiten halt noch verbaut, ja. Sehr sweet. Das Trittbrett und überhaupt. Ihr seht, wir sind ein bisschen an eine andere Location gefahren. Wir sind im Rheingau, dann sollte man auch die Weinberge mitnehmen, finde ich. Passt ganz gut. Und wir wollen jetzt hier an der Stelle mal über den Motor sprechen. Motor. PX200 ist die Basis. Genau. Erzähl uns mal was. Genau. Dazu. Verbaut ist ein Malossi MAR mit einem Kolben der 210er. 210, genau. Aber 2016er. 2016er, genau. Mit einem Kolbenring. Okay. Also 2013, 2016. Da gibt es verschiedene Generationen von Malossi MHRs. 2013er waren ein bisschen kraftvoller. Warum man den ein bisschen entschärft hat, keine Ahnung. Malossi hat sich darüber nie ausgekekst. Warum, wieso, weshalb. Aber man muss am 16er ein bisschen mehr tun, um auf das Leistungspotenzial von dem 13er zu kommen. Ja. 60er Kurbelwelle? Genau, 60er Kurbelwelle, Membranwelle, umgearbeitet von Wort 5. Mhm. Ja, VVS Membran, 38er Mikuni. Dann jetzt neu habe ich die Vape-Zündung verbaut, ja. Um wirklich auch den ganzen Roller hier irgendwie mit dem Strom und die LEDs irgendwie zu speisen. Das ist schon eigentlich gar keine schlechte Zündung. Mhm. Hast du gepulvert oder lackiert? Nee, das hat gerade ein Kumpel lackiert. Okay. Ich wollte eigentlich relativ schnell das Teil haben. Die Lüfterradabdeckung hast du aber bestimmt auch selbst gemacht, ne? Genau. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist aus einem vollen Aluminiumblock komplett rausgefräst. Ja. Ja. Und ja, ich fand es ganz vom Design her eigentlich ganz schick. Und bei der Warpezündung ist auch noch ganz wichtig, ne? Das sollte man vielleicht auch sagen, wenn sich eine Warpezündung verbaut, bitte achtet unbedingt auf die Masse. Die Masse ist die Achillesferse dieses Systems. Wenn die Masse nicht dran ist, dann könnte es Probleme geben. Also das nur als kleiner Tipp aus der Praxis. Ja, ja, Carbon-Zylinderabdeckung, genau. Hast du wahrscheinlich auch selbst gemacht? Nee, die habe ich nicht. Nee, die hat mir jemand aus dem GSF gebaut. Okay. Die war auch normalerweise geschlossen. Der hat eine riesen Träne vergossen, wie ich ein Bild geschickt habe und dass ich die hier vorne abgeschnitten habe. Aber das ging in dem Zeitpunkt. Okay. Habe ich gebraucht. Ja, der Kopf ist wassergekühlt. Ja. Lusso-Getriebe verbaut. BGM-Kugel. Lusso-Getriebe, Standardgetriebe oder BGM-Getriebe? Standardgetriebe. Ich hatte auch noch das Glück, ich, wie gesagt, der Motor ist schon ein paar Jahre, steht er da außer der MAR, den habe ich jetzt neu dazu gebaut. Das ist auch noch original Piaggio-Kram, also irgendwie nichts Nachbaumäßiges oder irgendwas, was es da gibt. Das heißt, du hast die original Nebenwelle drin und auch original 65er Primär wahrscheinlich, genau, ne? Genau. Das Einzigste ist ein T5, also ein Vierter. Kurz Vierter? Ja, der ist drin. Und okay. Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Ja. Leistungsmäßig weißt du in etwa, wo er liegt? Hast du mal gemessen? Bis jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, von den Komponenten her, mit MHR wird er bestimmt 30 irgendwo liegen. Ja, also 30 plus halte ich auch für realistisch. Ich auch, ja. Also das müsste mich überraschen, wenn der 30 plus hat. Ja. Geht es noch auf den Prüfstand? Müssen wir noch was machen? Eventuell ja. Also die Feinabstimmung eventuell mal gucken. Ja. Also 100%ig rund läuft er noch nicht. Von Pipe Design der Charger ist das. Aber auch die, was war es, ich glaube 2012er Version oder 11er, ist auch schon eine Weile her. Da gibt es ja mittlerweile auch wieder neueren. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Wasserkühlung hast du im Bugspoiler? Genau.
Also ich wollte jetzt nicht da unbedingt hier irgendwas bauen. Erstens hat es mir ordentlich nicht zugesagt. Ja. Zweitens, ich fand den Spoiler schon immer gut und irgendwie ihn auch dafür zu nutzen, dass man die Wasserkühlung drin verbaut, also die Kühler verbaut, weil sonst ist es ja nur ein Accessoire, was am Roller hängt. Der Bugspoiler, da teilen sich oft die Meinungen. Es gibt Leute, die finden den total hässlich. Ich bin auch so ein Fan von den Bugspoilern. Ja. Muss man nicht schön finden, kann man schön finden. Ich persönlich finde es schön und passt zu dem Roller einfach perfekt. Und du hast ihn auch noch gleich genutzt, um dann die Wasserkühlung mit zu verbauen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Was noch dazu zu sagen ist, also mir wurde auf Anraten von einem Geschäft aus Koblenz gesagt, dass ich nicht nur einen kleinen Kühler verbauen sollte. Ja. Da sind jetzt zwei Stück hintereinander, um eine größere Kühlwirkung zu erzielen. Ja, du hast die Fläche verdoppelt. Genau, genau. Hast du Wasserpumpe? Ist wo verbaut? Die ist hier unten im Rahmen drin. Ja. War ein ziemliches Gefrickel, aber die ist auch hier unten drin. Wasservolumen reicht, kommst du klar? Also bis jetzt, ich habe mal im Sommer bei 35 Grad Außentemperatur und Vollgas war ich mal bei 95 Grad. Also der Tacho zeigt mir auch, ich habe den so programmiert, dass er ab 90 dann irgendwann sagt, Achtung. Okay. Aber beim Auto sind es ja auch 90 Grad oder so, also mir ist noch nichts um die Ohren geflogen und es hat auch wieder schön runtergekühlt und ich bin wirklich 400 Meter nur bergauf. Hart am Gas. Und gebe ihm, ja. Ja, okay. Da ist bis jetzt noch nichts passiert, ja. Wäre natürlich interessant, wenn man zum Vergleich noch die Abgastemperatur hätte, ne? Ja. Ja, so weit war ich noch nicht. Aber wie gesagt, man ist ja mit so einem Projekt nie am Ende. Ja. So kann man sich ja da auch ins Detail verlieren. Ja. Da der mit Sicherheit natürlich Sprit verbraucht wie ein großer. Ne? Hast du auch einen entsprechenden Tank? Genau. Das ist von Scooter & Service, der Sitzbanktank. Ja. Ich glaube, Fassungsvermögen war fast, ich glaube, 14 Liter. Natürlich kann man nicht bis oben hin füllen, aber ich bin schon mal damit auf der sicheren Seite und komme meine 100 Kilometer schon damit vorwärts. Ja, das Setup ist schon mal potenziell gut für mindestens 10 Liter auf der 100. Ne? Genau, ja, das auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, bestückt ist das Ganze hinten noch mit einer Scheibenbremse. Ja. Das ist aber auch nichts von der Stange, ne? Nee. Muss man ganz klar sagen. Nee. Also da gibt es auch eine Geschichte, wie auch immer dazu. Ich habe 2000 und schlag mich tot, gab es von Sip so eine mit einer Stahlschwinge. Ja. Das Ding habe ich mir gekauft und habe es verbaut und habe gemerkt, irgendwie eiert das ganze Teil und irgendwie gefällt es mir nicht so. Und dann habe ich angefangen, aus Aluminium halt mir was zu basteln. Es war erst alles so eine Art Prototyp und jetzt war ursprünglich mit einem TBH-Bremssattel verbaut. Und mit der Bremse bin ich tatsächlich über das Timmelsee auch gefahren mit einem anderen Roller. Also habe die mal ausgiebig getestet und das Ding hält. Jetzt würde ich ganz gerne mal über die Bremse sprechen, weil das ist auch alles andere, aber nicht von der Stange. Ne? Nee. Also, schauen wir uns die Bremse mal an. Also, die Bremse ist auch selbst gebastelt. Ja. Ursprung hatte das Ganze, ich hatte vor langer Zeit auch mal die erste Version von der Scheibenbremse vom SIP. Das hat mir aber alles nicht so zugesagt, weil das irgendwie nicht so ganz rund gelaufen ist, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich das Teil einfach mal aus Aluminium gebaut, komplett aus Aluminium, was vorher auch in dem Sinne nicht zu kaufen gab. Und letztendlich bin ich hier mit der ganzen Geschichte gelandet beim 4-Kolben-Bremssattel von BGM. Das heißt, die Schwingeaufnahme und so weiter hast du alles selbst konstruiert und auch selbst gebaut? Genau, genau. Okay. Also klar, ein paar Teile, diese Aufnahme oder sowas hatte Sip auch schon gebaut, aber ich habe das Ganze einfach umgestrickt, dass es ein bisschen vernünftiger ist und auch dementsprechend also richtig gut bremst. Ja gut, 4-Kolben-Radial, das ist schon ein bisschen was mit Anker, ne? Ja. Also wenn du da reinklopfst, dann... Ja, also das bremst halt mit 80 genauso wie als mit 20 km/h. Mhm. Also... Bei der Leistung ist es auch entsprechend wichtig, dass man die Bremse nicht vergisst. Das haben wir früher immer gerne gemacht. Wir haben die Kisten frisiert, bis der Arsch gequalmt hat. Und vorne dann sagen wir mal, einigermaßen guten Bremsbeläge in den Trommeln gehabt. Genau. Das war halt mehr geplanter Suizid, als dass es irgendwie sinnvoll war. Deswegen finde ich das schon ganz gut, dass du da darauf geachtet hast, dass die Bremse auch entsprechend zubeißt. Ja klar, also eigentlich die Vorderbremse hat ja am meisten Bremskraft, aber mal ganz ehrlich... Am meisten bremse ich eigentlich immer mit hinten. Das macht jeder. Und das Schlimme ist, aufgrund der Tatsache, dass man weiß, dass zum Beispiel die PX vorne nicht so gut bremst, setzt man vorne das Bremspedal, den Bremshebel auch ungern ein. Ja. Und man kommt da auch schlecht von weg, selbst wenn man eine Bremsscheibe hat und eigentlich härter bremsen könnte oder härter vorne rangehen könnte, macht man es trotzdem nicht, weil man es halt gewohnt ist mit dem Fuß. Ne? Ja, klar, natürlich. Ja,
aber das sieht schon sehr, sehr sportlich aus. Ja, also ich habe es auch schon mal getestet auf einer anderen Version, da bin ich über das Timmelsjoch gefahren. Ah, ja. Schon mal erzählen, ja, und das war wirklich der Härtetest. Beim Kollegen ist sogar der Lack von der Bremstrommel hat sich abgenutzt und ist verbrannt sozusagen durch die Bremserei. Ah, okay. Und das Ding hat eigentlich sehr gut durchgehalten. Ich hatte zwar ab und zu mal Wackeln bei manchen Kurven, wenn jetzt die Bremse versagt, ja, dann tschüss. Aber hast du dir auch eine gute Location ausgesucht? Ja, genau. Okay. Ja, aber es hat alles funktioniert und ich lebe ja noch. Also, ja, das ist okay. Passt. Ja. Dann tut es auch das mit der Bremse. Ja. Ja, hervorragend. Stoßdämpfer sehe ich gerade, das sieht aus wie ein alter Bitubo. Genau. Der ist aber ein bisschen entlackt. Ja, der ist umdesignt, oder? Ja, also der ist gepulvert worden und hier und da nochmal hier das Teil ist eluxiert worden. Ich glaube, der ist aber auch schon von 2006 oder so. Also ich habe jetzt BGM Fahrwerk, wäre jetzt schön gewesen, aber ich hatte den schon und da hatte ich das, habe ich den einfach verbaut. Er funktioniert auch immer noch super. Der Hinterreifen, dazu muss man auch noch was sagen. Der Hinterreifen ist ein 120-90, ne? Genau. Da war ich ein bisschen überrascht, als du sagtest, dass du an der Schwinge nichts wegnehmen musstest, weil der eigentlich vom Durchmesser her so groß ist, dass das echt grenzwertig ist, dass du an der Schwinge vorbeikommst und der Kupplungsdeckel auch kein Problem? Also, kein Problem. Das Einzige, was ich machen musste, ich musste mir unten für die Aufnahme vom Auspuff was einfallen lassen. Mhm. Ich habe da quasi so was Planes verbaut, dass du erst gar nicht daran irgendwo hängen bleibst und schleifst. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. Was ich natürlich auf jeden Fall noch wissen will, ist, ich meine, gut Aussieder, aber wir wollen natürlich auch sehen, ob der fährt. Das heißt, wir werden uns jetzt mal eine schöne Strecke suchen und dann gibt es noch ein paar schöne Fahraufnahmen. Ja. Und dann gibt es zum Abschluss noch ein schönes Pörnchen. Nein, darf man ja nicht sagen. Also ein On-Rob von dem Moped. Und dann sage ich tatsächlich vielen Dank, dass du die Zeit hattest für uns. Kein Problem. Und dir die Zeit genommen hast. Gerne. Schaut euch. Wenn ihr ihn in der Live, in der Wildbahn seht, in der freien Wildbahn seht, schaut ihn euch an. Ich bin sehr verliebt in dein Moped. Das habe ich dir aber auch schon von Anfang an gesagt. Hier ist so viel feinste Handarbeit dran. Das war einfach für mich wichtig, das mal zu zeigen. Deswegen ist das Video auch wahrscheinlich ein bisschen länger geworden oder werden sogar wahrscheinlich zwei Teile. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher verwurste im Schnitt, aber das ist egal. Mir war wichtig, das zu zeigen. Also tiefster Schrauberrespekt, ganz ehrlich, und große Bewunderung für das Teil. Danke, ja. Also, so, dann machen wir noch ein paar Fahraufnahmen und dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Macht's gut. Ja, wenn er den Hahn aufreißt, dann stehen die senkrecht im Wohnzimmer. Wahrscheinlich.